Neben zahlreichen Sammelbänden und Aufsätzen hat nun Herr Bies vor kurzem mit seinem bei Rowohlt verlegten und erschienenen Buch »Die Republik der Angst, eine andere Geschichte der Bundesrepublik«, ein Opus Magnum vorgelegt, das nicht nur in den führenden Tageszeitungen und Rezensionsorganen besprochen worden ist, sondern sich regelrecht zum Bestseller entwickelt hat. Und das Buch ist jetzt schon, obwohl es erst im Februar erschienen war, in einer zweiten Auflage nachgedruckt worden und wird auch von der Bundeszentrale für politische Bildung vertrieben. Wer sich mit Emotionsgeschichte beschäftigt, der stößt zwangsläufig auf Lucien Febvre, der sich schon in den 1940er Jahren mit der Rolle von Gefühlen auseinandergesetzt hatte. Es dauerte allerdings noch fast ein halbes Jahrhundert, bis Emotionen zu einem systematisch bearbeiteten Thema der Geschichtswissenschaft wurden. Und seither gibt es viele prominente, renommierte Forschungszentren und Verbünde, die sich mit Emotionsgeschichte beschäftigen, in den USA, hier in Paris, in der Bundesrepublik, auch in Australien beispielsweise. Und auch zur Zeitgeschichte liegen mittlerweile einschlägige Veröffentlichungen vor, was angesichts der vielfältigen kollektiven Ängste, die uns seit einem halben Jahrhundert plagen, nicht verwundern mag. Von der Angst der Red Fear, die es so ja auch in den USA gab, in den 1950er Jahren, über die Angst vor einem Atomkrieg in den frühen 1980er Jahren, denken Sie an die Angst vor Arbeitslosigkeit, Inflation, Wirtschaftskrisen, die Angst vor Einwanderung, vor Islamisierung und Terrorismus oder auch die aktuelle Angst vor einem bevorstehenden Klimawandel. Manche dieser Ängste sind berechtigt, andere sind weitgehend imaginiert und resultieren vermutlich aus einer wirklichkeitsverzerrenden Wahrnehmung der Gegenwart. Manche verleiten zu irrationalem, hysterischem Handeln. Andere tragen dazu bei, für bestehende Gefahren zu sensibilisieren. Und genau hier, wenn es um die Funktionen solcher Ängste geht, da wird es für den Historiker besonders interessant. Es geht nicht darum, so sehr die Ängste in Frage zu stellen oder zu dekonstruieren oder sie für begründet oder unbegründet zu erweisen, sondern danach zu fragen, welche Folgen, welche Funktionen hatten die verschiedenen im Laufe der bundesrepublikanischen Geschichte auftretenden Ängste. Inwiefern haben sie die soziale und politische Ordnung in Frage gestellt und gleichzeitig deren Demokratisierung und Liberalisierung stabilisiert? In welchem Zusammenhang stehen insbesondere die Ängste seit den 1970er Jahren mit dem zunehmenden Trend einer Individualisierung und Subjektbezogenheit? Und inwiefern handelt es sich um ein spezifisch deutsches Phänomen? Seit wann gibt es so etwas wie eine transnationale Verflechtung auf westlicher oder gar globaler Ebene? All diese Fragen behandelt Frank Bies in seinem Buch, in seiner anderen Geschichte der Bundesrepublik, und er wird sie heute auch im Anschluss mit uns an seinen Vortrag diskutieren. Dass das möglich wurde, verdanken wir dem Heinrich-Heine-Haus und seiner Direktorin Frau Deussen, die heute leider nicht da sein kann, auch dem CEREC, dem Germanistischen Forschungsverbund, an der Sorbonne Nouvelle. Und bei beiden möchte ich mich jetzt schon recht herzlich bedanken für die vielfältige materielle wie immaterielle Unterstützung. Lieber Frank, wir freuen uns, dass du nach Paris gekommen bist, und ich übergebe dir das Wort. Ja, guten Abend. Also, was gibt es Schöneres als eine Einladung nach Paris? Also, für die kann ich mich natürlich nur ganz herzlich bedanken, sowohl beim Maison Heinrich Heine wie auch bei meinem Kollegen Armin Osa. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie diesen
Herbstabend dafür nützen wollen, über ein unangenehmes Gefühl zu hören, die Angst, die Sie alle aus Ihrer eigenen Erfahrung kennen, kalte Schweiß, die Enge im Brustkorb, Anflüge von Panik vielleicht sogar. Ich hoffe aber, Sie heute Abend auch davon zu überzeugen, dass die Angst ambivalenter, vielschichtiger ist, als Ihr Ruf vielleicht suggeriert, und hoffe, Sie davon zu überzeugen, dass dieses Gefühl auch einen Zugang zur Geschichte der Bundesrepublik bietet, der in dieser Form vielleicht bis jetzt noch nicht so repräsentiert ist in der Historiografie. Ich habe meinen Vortrag in vier kurze Teile geteilt. Ich werde zunächst reden über den Begriff der Angst. Dann möchte ich meinen ambitionierten Anspruch erklären, warum ich tatsächlich glaube, eine andere Geschichte der Bundesrepublik geschrieben zu haben. Dann möchte ich Ihnen ein Beispiel dieser Nachkriegsängste etwas genauer erläutern, die Vergeltungsängste in der unmittelbaren Nachkriegszeit, und zum Schluss noch einige größere Thesen aufstellen über die Gefühlsgeschichte der Bundesrepublik vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die Gegenwart. Lassen Sie mich aber beginnen mit einem Zitat, und ich lese Ihnen das kurz vor. Wo immer man hinsieht und wo immer man sich bewegt, ob man politischen Debatten beiwohnt oder die öffentliche Auseinandersetzung im vorpolitischen Raum verfolgt, ob man Zeitgenossen in private Gespräche verwickelt oder dem nachgeht, was durch die Medien geistert, man stößt überall auf ein Phänomen, das man in opulenten Gesellschaften mit starken Sicherheitsgarantien nicht vermuten möchte, das aber für unsere Zeit, auch oder gerade für unsere unmittelbare Zeit, typisch zu sein scheint: die Leute haben Angst. Was denken Sie denn, von wann dieses Zitat ist? Raten Sie. Irgendeine Jahreszahl. 20? Nein, es ist von 1977 erschienen in der Herder-Korrespondenz, einer katholischen Zeitschrift. Ich habe Ihnen das Zitat auch deswegen gegeben, weil ich für fast jeden Moment der Geschichte der Bundesrepublik ähnliche Zitate vorweisen könnte. Was heißt, dass die Geschichte der Bundesrepublik auch begleitet wurde von einer Selbstbeobachtung, einer Selbstbeschreibung als besonders angstbesetzt. Und es ist diese Selbstwahrnehmung einer ängstlichen Gesellschaft, einer Zukunftsungewissheit, die ich gewissermaßen zum Ausgangspunkt meiner Analyse mache. Das erstmal festzustellen, eben, dass es diese Selbstbeobachtung während der gesamten Geschichte der Bundesrepublik in dieser Form auch gegeben hat. Was aber genau ist Angst? Hier ist natürlich eine berühmte künstlerische Darstellung dieses Gefühls, Edvard Munch, Der Schrei. Ich muss Sie allerdings enttäuschen, ich kann Ihnen keine allgemeingültige Definition der Angst bieten, einfach deshalb, weil es die nicht gibt, weil unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen mit ganz unterschiedlichen Konzepten der Angst operieren. Selbst Neurowissenschaftler sind nicht in der Lage, beispielsweise die physiologische Eigenart von Angst klar zu unterscheiden von anderen Emotionen, wie zum Beispiel Zorn. Ich will Ihnen aber trotzdem nur einige Elemente nennen, die wichtig sind für mein Verständnis von Angst und von Emotionen im Allgemeinen. Das erste ist die Bedeutung von kognitiven Elementen bei Emotionen. Das geht zurück auf die sogenannten Appraisal Theories aus den 60er Jahren in der Psychologie, die eben festgestellt haben, wie eng Emotionen auch mit Beurteilungen, mit Wahrnehmungen, mit kognitiven Wahrnehmungen verbunden sind. Das heißt auch, dass dieser traditionelle Gegensatz von Vernunft und Gefühl eigentlich in dieser Form in der Emotionsforschung nicht mehr aufrechterhalten wird, sondern dass nunmehr zunehmend betont wird, inwiefern Gefühle eben auch wichtig sind für
kognitive Prozesse, wie zum Beispiel das Fällen von Entscheidungen, inwiefern Gefühle unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Phänomene lenken, eben diese kognitive Dimension haben. Der zweite Aspekt, und das ist jetzt so ein bisschen abstrakt, das wird gleich konkreter werden, also ich bitte Sie für einen Moment um Geduld. Der zweite Aspekt ist der, dass die Artikulation eines Gefühls eigentlich immer schon ein Teil des Gefühls ist. Also in dem Moment, wo ich Angst bekunde, versuche ich praktisch Gefühlseindrücke oder Sinneseindrücke einen Sinn zu geben und sie diesem Gefühl der Angst zuzuordnen. Das geht zurück auf den Historiker William Reddy, der einer der wichtigsten Emotionshistoriker in den USA ist. Ein dritter Punkt ist die temporale Dimension von Angst. Angst ist immer ein Gefühl, das auf die Zukunft gerichtet ist. Wir fürchten uns vor Dingen, die unangenehm sind, die wir aber für möglich oder wahrscheinlich halten in der Zukunft. Sie beruht aber oft auch aus Erfahrungen in der Vergangenheit. Und gerade diese Verbindung von Vergangenheit, von Erinnerung an die Vergangenheit und Wahrnehmung der Zukunft ist meiner Ansicht nach sehr wichtig. Ein Wort noch, das wird immer wieder erwähnt. Es gibt ja im Deutschen, ich weiß nicht, ob das im Französischen auch so ist, diese Unterscheidung zwischen Angst und Furcht. Das hat philosophisch auch eine wichtige Bedeutung. Also nach Freud und Heidegger ist die Vorstellung die, dass Angst eben kein Objekt hat, während Furcht immer auf ein konkretes Objekt bezogen ist. Nun ist es allerdings so, dass im deutschen Sprachgebrauch diese Unterscheidung in dieser Form eigentlich oft oder in der Regel nicht gemacht wird. Und ich wehre mich auch gegen diese Unterscheidung, weil sie von vornherein schon gewissermaßen suggeriert, dass bestimmte Ängste berechtigt sind und andere unberechtigt. Also Ängste, die kein Objekt haben, werden oft schnell als neurotisch und als hysterisch abgetan, während Ängste mit Objekt als berechtigt angesehen werden. Und mein Anliegen ist eigentlich jetzt gerade nicht, diese Beurteilung vorzunehmen, sondern zunächst mal die Ängste der Zeitgenossen ernst zu nehmen, zu erklären, warum sie entstanden sind, welche Funktionen sie hatten und warum sie auch wieder verschwanden. Also ich benutze diese Unterscheidung zwischen Angst und Furcht nicht und verwende im Grunde beide Begriffe als Synonym. Herr Oser hat es schon angesprochen, die Funktion der Angst. Ich gebe Ihnen jetzt noch mal ein Zitat, das ist auch das letzte jetzt, von dem vielleicht berühmtesten Angstforscher zur Funktion der Angst, Søren Kierkegaard, der am Ende seines Werkes der Begriff der Angst Folgendes schreibt. Der Hypochonder ängstigt sich vor jeder Geringfügigkeit. Wenn aber das Bedeutende kommt, so atmet er auf. Und warum? Weil die bedeutende Wirklichkeit doch nicht so schrecklich ist, wie die Möglichkeit, die er selbst gebildet hatte, und die zu bilden er seine Kräfte einsetzte, während er jetzt seine ganze Kraft gegen die Wirklichkeit einsetzen kann. Das Zitat verdeutlicht in gewisser Hinsicht meine Sichtweise der Funktion der Angst in der Bundesrepublik, gerade weil es ja sagt, dass die Einübung von Angst im Grunde auf tatsächliche Katastrophen auch vorbereitet. Dass Angst in anderen Worten auch eine produktive Funktion hatte und gerade die Imagination von möglichen Angstszenarien vielleicht die deutsche Gesellschaft auch befähigte, mit tatsächlichen Gefahren besser umzugehen. Also mein Argument ist, dass die deutsche Gesellschaft immer auch eine Gesellschaft im Frühwarnsystem war, die vielleicht Ängste imaginierte, die in der Regel sich nicht bewahrheitet haben, die aber gerade dadurch auch eine Sensibilisierung bewirkt haben und eine Fähigkeit, sich mit tatsächlichen Problemen besser auseinanderzusetzen. In dieser Hinsicht könnte man argumentieren, dass die Geschichte der Angst auch Teil war dieser Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik, die ja in der Historiografie sehr stark betont wird. Es geht mir auch darum, vor allem die Angst zu untersuchen in einer sich demokratisierenden und sich liberalisierenden Gesellschaft. Das ist auch der Grund, warum sich das Buch nur mit Westdeutschland beschäftigt und nicht mit der DDR, weil meiner Ansicht nach die Angst in einer Demokratie
dann wieder eine ganz andere Funktion erfüllt. Mit dieser Absicht, die Rolle der Angst in der Demokratie zu untersuchen, widersetze ich mich quasi über 200 Jahren politischer Theorie, die eigentlich immer die Angst gewissermaßen als das andere der Demokratie beschrieben hat. Das geht zurück auf Montesquieu, der bereits im 18. Jahrhundert die Angst gewissermaßen als Grundemotion der tyrannischen Regierungsform beschrieben hat. Setzt sich dann fort im 20. Jahrhundert. Sie kennen alle Franklin Roosevelts Slogan vom Freedom from Fear als eine der vier Freiheiten, die gewissermaßen zu den Kriegszielen der Alliierten im Zweiten Weltkrieg wurden. Bis in die Gegenwart jüngst wieder die Philosophin Martha Nussbaum, die die zerstörerische und destruktive Funktion der Angst in der gegenwärtigen Politik beschrieben hat. Mein Argument wäre, dass Angst vielschichtiger, ambivalenter ist, dass diese negativen Funktionen natürlich existieren, aber dass sie eben auch eine produktive Funktion hat. Und ich werde dann im Verlauf des Vortrags noch genauer erklären, wie und warum ich das so sehe. Lassen Sie mich kurz versuchen zu erklären, warum ich behaupte, eine andere Geschichte der Bundesrepublik geschrieben zu haben. Hier habe ich Ihnen einige Titelbilder der gängigen Synthesen zur Geschichte der Bundesrepublik abgebildet. Und Sie können bereits anhand der Titel sehen, was so die dominierende Sichtweise dieser Geschichte ist. Also die geglückte Demokratie, der lange Weg nach Westen, es wurde bereits angesprochen, die Suche nach Sicherheit, die Umkehr. Es ist ziemlich offensichtlich, dass die Geschichte der Bundesrepublik vor allem geschrieben wurde als Erfolgsgeschichte, als die Geschichte einer erfolgreichen Liberalisierung, Demokratisierung, Westernisierung, der Verwandlung einer postfaschistischen Gesellschaft in ein pluralistisches, liberales, eine pluralistische, liberale Gesellschaft, in der man tatsächlich ganz gut leben kann. An diesem Bild ist natürlich, das ist natürlich nicht falsch und es wäre vermessen zu behaupten, dass diese Studien es irgendwie alle nicht richtig hingekriegt haben. Es ist aber auch eine Geschichte, die sehr geschrieben ist aus der Retrospektive. Also aus dem Wissen darum, wie die Geschichte ausgegangen ist. Und mir geht es in meiner Geschichte auch darum, den Zeitgenossen das zu geben, was wir alle selbst haben, nämlich eine offene Zukunft. Und gewissermaßen zu zeigen, dass diese Erfolgsgeschichte im Bewusstsein der Zeitgenossen in dieser Form nicht existiert hat, sondern dass die Deutschen in der ganzen Nachkriegsgeschichte eigentlich immer wieder ihre Befähigung zu Demokratie, zu Wohlstand, zu Frieden in Frage gestellt haben, auch aus gutem Grund, nämlich aufgrund ihrer eigenen Erfahrung in der Vergangenheit. Und das ist für mich auch mit der Hauptursprung dieser Ängste, nämlich die eigene Erinnerung an eine katastrophale Vergangenheit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, an Krieg, Faschismus und Holocaust. Ich stütze mich also auf die Literatur zur Erinnerung nach 1945. Das ist ja ein Teil der Historiografie, der wirklich sehr gut entwickelt ist. Ich versuche aber, diese Literatur zur Erinnerung zu lesen, nicht nur retrospektiv, also gewissermaßen als der Versuch, die eigene Vergangenheit zu verstehen, sondern auch zu zeigen, dass diese Erinnerung immer eine Prospektive, eine nach vorne in die Zukunft gerichtete Funktion hatten. Nämlich die Vorstellung oder die Angst, dass sich diese Art der Katastrophen auch in der Nachkriegszeit wiederholen könnten. Also die Erinnerungskultur fungierte gewissermaßen als Transportmittel der Ängste und sie sorgte auch dafür, dass die imaginierte Zukunft der Bundesrepublik eigentlich immer viel dramatischer war als die eigentliche Geschichte. Der Historiker Joachim Radkau hat das in seiner
Geschichte der Zukunft so beschrieben, dass die aus der Rückschau eher undramatische Geschichte der Bundesrepublik in ihren Zukunftsvisionen höchst dramatische Zeiten erkennen lässt. Und das lag eben daran, dass es immer diese dynamische Verschränkung von Erinnerung an die Vergangenheit und Zukunftserwartungen gab. So, ich sehe es anders als Reinhard Koselleck, der argumentiert hat, dass sich diese Dimensionen der Erinnerung und Erwartung in der Moderne auseinanderentwickeln. Ich denke eigentlich, dass die in der Nachkriegszeit immer sehr eng miteinander verbunden waren, natürlich auch dynamisch waren, dass sich mit der verändernden Erinnerungskultur auch die Zukunftsvorstellungen verändert haben. Und das ist natürlich auch dann der Aspekt, der dafür sorgt, dass es eine wirklich deutsche Geschichte ist, weil gerade diese deutsche Vergangenheit natürlich eine sehr spezifische Vergangenheit ist und sich aus dieser spezifischen Vergangenheit eben auch spezifische Zukunftsvisionen und spezifische Ängste ergeben haben. Jemand hat mir beim Vortrag vor kurzem mal mich gefragt, ob ich sagen würde, dass der deutsche Sonderweg erst 1945 anfing, anstatt dass er dort zu Ende ging. Und ich glaube schon, dass das an dieser Geschichte etwas spezifisch Deutsches ist, das eben beruht auf dieser spezifisch deutschen Vergangenheit. Lassen Sie mich ein Beispiel dafür geben, das bezieht sich auf das erste Kapitel meines Buches, die Vergeltungsängste in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Und sie manifestieren sich in diesem Gedicht, das amerikanische Besatzungsoffiziere 1946 in der amerikanischen Zone aufgriffen. Es widerstrebt mir etwas, Ihnen dieses Gedicht vorzulesen, weil es zutiefst antisemitisch und rassistisch ist. Ich werde es aber trotzdem tun. Vom Nazi betrogen, vom Ami belogen. Jetzt stehst du auf der Straße mit dem Besen, wärst lieber gleich richtiger Nazi gewesen. Der Jude schiebt, der Pole sticht, der Ami aber sieht es nicht. Warst du Nazi oder nicht, der Ami raubt und schont dich nicht. Der Ami holt die Juden rein, er ist ja selbst ein Judenschwein. Das Gedicht nennt alle drei Gruppen, die Objekt dieser Vergeltungsängste waren, jüdische Holocaust-Überlebende, ehemalige Fremdarbeiter und die jetzt als Displaced Persons in Deutschland sich aufhielten und amerikanische Besatzungssoldaten. Diese Vergeltungsängste beruhten auf der Vorstellung, dass einem jetzt genau das angetan werden würde, was man selbst den Opfern der NS-Diktatur angetan hatte. Sie waren gewissermaßen auch ein indirekter Beleg für das Wissen um die NS-Verbrechen. Gerade dieses Wissen wurde dann zum Ausgangspunkt dieser Vergeltungsängste. Und diese Ängste manifestierten sich auch in Gerüchten, die in der amerikanischen Zone umgingen, wie zum Beispiel das Gerücht, dass jüdische DPs am 9.11.1945, also dem Jahrestag der sogenannten Reichskristallnacht, plündern würden mit Billigung der amerikanischen Besatzungssoldaten. Oder auch dem Gerücht, dass Deutsch-Amerikaner in den USA durch die Straßen geführt würden mit einer Swastika, also einem Hakenkreuz, aufgenäht. Also in Analogie zum Judenstern. So diese Vorstellung, dass einem das angetan wird, was man selber den Opfern der NS-Diktatur angetan hatte. Größtenteils waren diese Fantasien natürlich unbegründet. Es gab kaum Racheakte jüdischer Überlebender, allein schon deshalb, weil die eigentlichen Verantwortlichen für den Holocaust schwer zu identifizieren waren. Es war etwas anders im Fall der Zwangsarbeiter, die oft lokales Wissen hatten und tatsächlich ihre Peiniger kannten. Und in einigen Fällen gab es tatsächlich derartige Vergeltungsakte, die dann natürlich diese Ängste wieder beförderten. Mir geht es auch darum, ein etwas anderes Bild der amerikanischen Besatzung zu präsentieren, die meiner Ansicht nach in der Historiografie zu positiv porträtiert wird, gewissermaßen als Ursprung
der Demokratisierung. Ich glaube, dass sie von den Zeitgenossen vor allem als das wahrgenommen wurde, was sie war, als Besatzung durch ein feindliches Land, und dass viele Deutsche die amerikanische Besatzung auch als massive Bedrohung empfunden haben. Ich zeige das anhand der Diskussion um gewalttätige Übergriffe von GIs, die in der älteren Literatur zur amerikanischen Besatzung, die teilweise auf Oral History Interviews beruht, noch relativ gut vertreten sind oder repräsentiert sind. Ich zeige es anhand der Wohnungsrequisitionen, die viele Deutsche als massive Bedrohung empfanden, und ich zeige es anhand der Entnazifizierung, die auch wieder im Nachhinein als größtenteils gescheitert gesehen wird, die aber für die Zeitgenossen eine massive Bedrohung war, gerade für bürgerliche Männer, die von dieser Forderung, erst das Entnazifizierungsverfahren zu durchlaufen, bevor sie wieder in ihre Positionen zurückkehren konnten, massiv betroffen waren. Und hier war es eben auch so, dass die Entnazifizierung diese Ängste zusätzlich bestärkte. Ab Ende der 40er Jahre war dann offensichtlich, dass diese Vergeltungsängste tatsächlich unbegründet waren, und sie verschwanden gewissermaßen wieder, existierten aber auch in veränderter Form noch fort, zum Beispiel in dem 1951 veröffentlichten Bestseller von Ernst von Salomon, Der Fragebogen. Das war das meistverkaufte Buch in Deutschland zu dieser Zeit und war eine beißende Kritik an der Entnazifizierung. Also da sieht man die Art, wie diese Angst sich dann in so eine Form von Ressentiment letztendlich verwandelt. Lassen Sie mich noch versuchen, also das Buch besteht dann aus einzelnen Fallstudien, die eben diese einzelnen Angstzyklen beschreiben, von der unmittelbaren Nachkriegszeit bis in die Gegenwart. Und diese Fallstudien werden dann verbunden von mehreren übergreifenden Thesen, die versuchen, so etwas wie eine Gefühlsgeschichte der Bundesrepublik zu erzählen. Und ich will Ihnen kurz noch so drei dieser übergreifenden Thesen vorstellen, die diese einzelnen Fallstudien verbinden. Die erste ist die Entwicklung von einer, wie ich es nenne, repressiven zu einer expressiven Emotionskultur. Es ist eine der Grundannahmen der Emotionsgeschichte, dass Emotionen immer geprägt sind von größeren kulturellen Normen, von sogenannten emotionalen Regimen. Und diese emotionalen Regime sind natürlich historisch veränderbar. In der Frühgeschichte der Bundesrepublik war es so, dass der offene und öffentliche Ausdruck von Emotionen durchaus verpönt war. Es war die Rede von einer Ethik der Nüchternheit, einer Kultur der Sachlichkeit. Das war wichtig auch, weil die Zeit des Nationalsozialismus erinnert wurde als eine Zeit exzessiver Emotionen, außer Kontrolle geratener Emotionen, gewissermaßen als eine Art kollektive Affekthandlung, für die man dann auch nicht wirklich verantwortlich gemacht werden konnte. Diese repressive Emotionskultur veränderte sich im Lauf der Geschichte der Bundesrepublik zu einer Kultur, in der der Ausdruck und auch gerade der öffentliche Ausdruck von Emotionen nun zunehmend positiv bewertet wurde. Das Buch verbringt relativ viel Aufwand damit, diesen Übergang zu erklären. Der zeigt sich schon im intellektuellen Diskurs der 50er Jahre, in dem Emotionen und auch die Angst auch zunehmend positiv bewertet werden. Es zeigt sich vor allem dann in der Studentenbewegung, die sich explizit wendet jetzt gegen die Gefühlsarmut der Vorgängergeneration, die Verketzerung der Emotionen, wie dies Peter Schneider einmal nannte, und die eben ein expressives Gefühlsregime propagiert, das sich in der Studentenbewegung vor allem auf Sexualität richtet. Also nach Wilhelm Reich diese Vorstellung, dass nur eine befreite Sexualität die Möglichkeit bietet, eine gewisse faschistische, repressive Sexualität zu überwinden. Im Übergang zu den 70er Jahren weitet sich das dann aus von Sexualität auf Emotionen im Allgemeinen.
Das hat auch zu tun mit dem, was jetzt auch beschrieben worden ist als der Psychoboom in den 70er Jahren. Die Bundesrepublik war eines der ersten Länder, das die Psychotherapie durch die Krankenkassen bezahlt, also dass Psychotherapie durch die Krankenkassen bezahlt wird. Und es gab in den 70er Jahren diese massive Ausweitung von allen möglichen Formen von Psychotherapie, die alle im Grunde darauf abzielten, dass es eben wichtig sei, die Gefühle zu artikulieren. Also da sieht man auch, wie sich diese expressive Gefühlskultur ausweitet, zunächst von dieser Alternativkultur in die Mehrheitsgesellschaft. Ich versuche das auch zu zeigen an dieser Vorstellung von einer Krebspersönlichkeit, die in den 70er Jahren populär wurde. Sie sehen hier den entsprechenden Spiegeltitel, Krebs als Krankheit der Seele. Also die Idee war, wenn man seine Gefühle nicht offen ausdrückt, dann kriegt man Krebs. Insbesondere bei Frauen war das offenbar so. Das war angeblich eine der wichtigsten Ursachen für Brustkrebs. Und daran sehen Sie, wie sich das emotionale Regime verschoben hat, dass anders als in der Frühzeit der Bundesrepublik es jetzt existenziell wichtig war, seine Gefühle auszudrücken. Das hatte natürlich wieder auch so eine normierende Wirkung. Also es war nicht nur eine Befreiung, sondern schaffte auch neue Normen. Ich zeige das anhand von einem Tagebuch einer Frau aus den 70er Jahren, die wirklich über Jahre hinweg damit kämpft, ihre Gefühle zu zeigen und auszudrücken. Und ihren Tagebucheinträgen immer wieder reflektiert, was sie jetzt daran genau hindert, diese Gefühle offen auszudrücken. Also wurde wirklich eine neue Norm, denen die Individuen dann auch gerecht werden mussten. Diese Ausbreitung von Gefühlen und auch Ausbreitung von Ängsten zeigt sich auch in diesem Google Engram Viewer. Ich habe das mal nachgeguckt. Also der zeigt so ab den 70er Jahren nach oben, was ich auch so als statistischen Beleg meiner These lese, dass eben die Ängste sich seit den 70er Jahren überhaupt der Umgang mit Gefühlen massiv ausgebreitet hat. Das hatte dann auch mit anderen Ereignissen zu tun. Im Bereich der Erinnerungskultur war es natürlich diese Holocaust-Serie, die zum ersten Mal so etwas wie eine emotionale Katharsis auch im Verhältnis zur Vergangenheit ermöglicht hat und vor allem die Identifikation mit den Opfern ermöglicht hat, was bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich kaum stattgefunden hatte. Und der Terrorismus der 70er Jahre führte auch dazu, dass sich diese Dialektik politischer Ängste, also die Art und Weise, wie linke und rechte Ängste sich eigentlich in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik immer gegenseitig aufputschten, so an ihren Höhepunkt kam in den 70er Jahren, weil die eine Seite natürlich immer von der anderen vermutete, dass sie im Grunde eine andere Republik schaffen wollten. Also es gibt diese Aussage von Jürgen Habermas beispielsweise, dass er eigentlich der Demokratisierung der Bundesrepublik erst in den 80er Jahren wirklich vertraut hat. Erst mit der Regierung Kohl, weil er da gemerkt hat, dass eine konservative Regierung eben diese autoritäre Transformation nicht versucht. Eine zweite größere Verschiebung der Ängste ist die der Angstobjekte von außen nach innen. Die frühe Bundesrepublik war ein halbsouveränes Land an der vordersten Front des Kalten Krieges und hatte damit zu kämpfen, dass viele Deutsche zunächst mal dem Schutzversprechen des Staates nicht vertrauten, also nicht vertrauten, dass der bundesdeutsche Staat einer der wichtigsten Funktionen eines modernen Staates gerecht werden könnte, nämlich die eigene Bevölkerung zu schützen. Das manifestierte sich schon bei diesen Vergeltungsängsten, das manifestierte sich auch im Kontext des Kalten Krieges. Ich versuche das zu zeigen anhand des Beispiels des westdeutschen Zivilschutzes, also so diesem Versprechen, dass selbst im Falle eines nuklearen Krieges ein wirksamer Schutz tatsächlich notwendig wäre. Dieses Versprechen wurde artikuliert Anfang der 60er Jahre in der ersten Zivilschutzbroschüre der Bundesregierung, die kurz nach dem Mauerbau an alle westdeutschen Haushalte verteilt wurde.
Der Titel der Broschüre war Jeder hat eine Chance. Und offenbar war es so, dass viele Deutsche zunächst glaubten, es sei Werbung für das Lotteriespiel. Aber dann eben feststellten mussten, dass die Broschüre Ratschläge gab, wie man sich im Fall eines Angriffs mit Atomwaffen zu verhalten hätte. Eine davon ist auf diesem Bild abgebildet, wenn man sich im Freien befindet, soll man zu Boden fallen und sich die berühmte Aktentasche über den Kopf ziehen. Die Wirkung dieser Broschüre war natürlich genau die gegenteilige von der, die intendiert war. Sie führte nicht dazu, Ängste einzudämmen, sondern mobilisierte Ängste, aktivierte sofort die Erinnerung an die eigene Erfahrung des Bombenkrieges und verstärkte dieses Misstrauen gegenüber dem Staat, der nicht in der Lage sein würde, wirksamen Schutz zu bieten. Dieses Vertrauen in wirksamen Schutz kam eigentlich erst dann auf, als der amerikanische Präsident Kennedy sich 1963 für das Schöneberger Rathaus gestellt hat und diesen Satz gesprochen hat, ich bin ein Berliner, also gewissermaßen den Deutschen signalisiert hat, dass die USA Schutz bieten würden im Kalten Krieg. Und das haben viele Deutsche geglaubt, also was man der eigenen Regierung nicht abgenommen hat, hat man dann den USA zugestanden. Nach diesem Höhepunkt des Kalten Krieges verlagern sich die Ängste jedoch nach innen. Also die Modernisierung und Stabilisierung der Bundesrepublik seit Mitte der 60er Jahre generiert dann gewissermaßen ihre eigenen Ängste. Mir geht es auch darum zu zeigen, dass die 60er Jahre keineswegs ein Zeitalter des Optimismus oder ausschließlich ein Zeitalter des Optimismus waren. Ich versuche das zu zeigen anhand einer sehr weit gefächerten Diskussion um Automatisierung in den 60er Jahren, also späten 50er, frühen 60er, also die Einführung von automatisierten Produktionsweisen, die sofort diese Ängste produzierten, dass das zu massiver Arbeitslosigkeit führen würde und damit auch wieder zu einer Krise der Demokratie. Also es ist auch sehr viele Ähnlichkeiten zur gegenwärtigen Diskussion um die Digitalisierung. Diese inneren Ängste wurden auch dadurch befördert, dass jetzt die NS-Zeit verstärkt wieder thematisiert wurde in diesen berühmten NS-Verfahren, wie beispielsweise dem Auschwitz-Prozess von 1963 bis 1965. Und diese erneute Präsenz der NS-Vergangenheit führte auch dazu, dass es ein verstärktes Bewusstsein gab für die vielleicht unvollständige Demokratisierung der Bundesrepublik, für die Tatsache, dass viele NS-Täter nach wie vor existierten in der westdeutschen Gesellschaft. Und das weckte dann zumindest bei der Linken diese Furcht vor einer möglichen autoritären Transformation der Bundesrepublik. Also die verstärkte Thematisierung der NS-Vergangenheit hat nicht dazu geführt, dass Ängste zurückgehen, sondern hat meiner Ansicht nach eher dazu geführt, dass neue Ängste produziert wurden. Diese Innenverlagerung der Ängste setzt sich dann fort bis ins Subjekt hinein, insbesondere in der Zeit nach 1968, wo ehemalige Aktivisten dann auch das Scheitern der Revolution damit erklären, dass sie selber zu sehr behaftet waren noch mit den Resten einer bürgerlichen Erziehung, eines bürgerlichen Selbst oder vielleicht sogar eines faschistischen Selbst. Also es gibt diesen Spruch von Bernward Vesper von dem Hitler in mir, in einem der klassischen Werke auch dieser Zeit, seiner Autobiografie Die Reise. Und es ist diese Verlagerung auch der Ängste ins Subjekt hinein, die auch zu einer verstärkten Verunsicherung führt und natürlich dann auch wieder reagiert auf diese Therapieangebote im Psychoboom in den 70er Jahren. Und das führt dann eben auch wieder zu dieser verstärkten Introspektion.
Eine letzte Verlagerung noch, die der Eindämmung in der Funktion der Ängste. In der frühen Bundesrepublik war es so, dass Ängste keinesfalls nur von oben produziert wurden. Das ist ja oft so die Sichtweise des Kalten Krieges, dass der Kalte Krieg bestimmt war durch eine Politik der Angst, also der Angstmobilisierung, vor allem vor dem Kommunismus. Ich glaube aber, dass es in der Bundesrepublik eher so war, dass es so eine Art Angstbalance gab, in der sich die Angst vor dem Kommunismus immer die Waage hielt mit der Eindämmung einer Angst vor Krieg. Also dass es immer so eine prekäre Balance zwischen diesen Ängsten geben sollte. Adenauer hat das selber auch so artikuliert, hat mal gesagt, dass es darum ginge, Kriegsängste einzudämmen durch die Mobilisierung der Ängste vor dem Kommunismus. Das sehen Sie hier an den beiden Bildern. Das eine ist diese Broschüre »Jeder hat eine Chance«, die ich bereits erwähnt hatte. Das andere dieses berühmte Wahlplakat von 1953, wo ein so in rassistischer Form porträtierte sowjetische, russische Figur zugreift auf Deutschland. Also im Grunde so eine Art metaphorische Darstellung der Massenvergewaltigung. Diese Politik der Angst von oben verschiebt sich dann in den 70er, 80er Jahren zu einer Mobilisierung durch Angst von unten in den neuen sozialen Bewegungen, also insbesondere in der Friedens- und Umweltbewegung, die eben massiv von Angst auch angetrieben wurden. Und in denen sich nun auch diese expressive Gefühlskultur manifestierte, also diese öffentliche Performance auch von Emotionen. Angst erschien nun gewissermaßen als eine höhere Form der Rationalität, als Vernunft in unserer bedrohten Welt. Und irrational waren dann aus dieser Sicht diejenigen, die keine Angst hatten. Ja? Angst war so die rationale Sichtweise und das verbahnt sich jetzt auch zum ersten Mal seit den 80er Jahren mit einer popularisierten Holocaust-Erinnerung. Das sehen Sie in dem einen Bild, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, da ist im Vordergrund das Tor von Auschwitz und im Hintergrund das Bild einer zerstörten Stadt. Also in dieser Vorstellung des nuklearen Holocaust zum Beispiel sehen Sie auch wieder diese Verbindung von Erinnerung an die Vergangenheit und Erwartung einer nun apokalyptischen Zukunft. Das ist, was ich zur Geschichte sagen kann. Ich habe noch etwa 5 Minuten zur Gegenwart. Soll ich das noch kurz referieren oder wollen wir das im Gespräch machen? Haben Sie noch Geduld, 5 Minuten? Gut, dann sage ich noch was zur Angst in der Gegenwart oder seit der Wiedervereinigung. Sie kennen ja vielleicht alle diesen Begriff German-Angst, so gewissermaßen als deutsche Kollektivpathologie. Der Rowohlt Verlag wollte zunächst auch, dass mein Buch diesen Titel trägt. Dagegen habe ich mich gewehrt. Ich wollte auch die Fahne nicht, aber da haben die sich dann durchgesetzt. Also so war das dann halt ein Kompromiss. Ich versuche aber zu zeigen, dass dieser Begriff German Angst eigentlich eher jüngeren Ursprungs ist, dass er entstanden ist in den 80er und vor allem in den 90er Jahren. Und dort auch eine ganz bestimmte Funktion hatte, nämlich eine Kritik an der deutschen Umwelt- und Friedensbewegung. Es ist vor allem entstanden während dem ersten Golfkrieg 1991 und wurde verwendet zur Kritik an der deutschen Friedensbewegung. Das sehen Sie hier nochmal ein Google N-Gramm, also wie dieser Begriff German Angst wirklich massiv in die Höhe schnellt zu diesem Moment. Und es war gewissermaßen so eine Art konservativer Kampfbegriff, um die Friedens- und Umweltbewegung als hysterisch, als pathologisch gewissermaßen darzustellen. Das hat sich erst geändert in jüngster Zeit, als Konservative diesen Begriff für sich reklamiert haben, vor allem in der sogenannten Flüchtlingskrise. Da gab es einige Kommentatoren, die sagten, ja, die damalige Angst während dem Irakkrieg war im Nachhinein berechtigt, aber genauso berechtigt ist die heutige Angst vor Flüchtlingen und haben gewissermaßen diesen Begriff der German Angst für sich selbst reklamiert. Sie kennen vielleicht diese berühmte Studie der R&V-Versicherung, die jedes Jahr die vorgibt, die
größten Ängste der Deutschen zu messen. Daran sieht man, dass 2011 die größten Ängste solche sind, die entterritorialisiert sind, die sich ergeben aus transnationalen Zusammenhängen. Also da war es die EU-Schuldenkrise, dann Terrorismus, dann Flüchtlinge. Letztes Jahr war es die Gefahr durch die erratische Politik von Donald Trump. Und ich glaube, dieses Jahr waren es wieder die Flüchtlinge, die an erster Stelle standen. Also alles Ängste, die nicht mehr national begrenzt sind, sondern die gewissermaßen keinen Ort haben, weil sie eben aus diesen transnationalen Zusammenhängen resultieren und deswegen vielleicht auch nochmal zusätzlich bedrohlich sind. Die Ängste der Umwelt- und Friedensbewegungen, also zum Beispiel Angst vor Radioaktivität hat sich halt dadurch ausgezeichnet, dass sie nicht sichtbar, nicht spürbar waren. Die heutigen Ängste sind nicht lokalisierbar. Wenn man sich die Gegenwart anguckt, kann man gewissermaßen zwei Großängste identifizieren. Das ist zum einen auf der linken natürlich die Angst vor dem Klimawandel, auf der rechten die Angst vor Flüchtlingen und Migration. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass in der derzeitigen Diskussion in Deutschland auch so eine Art Parallelisierung und auch Gleichsetzung zwischen beiden Ängsten stattfindet. Also mit dem Argument, die Politik ist eben angstgetrieben und es passiert auf der linken und auf der rechten. Da möchte ich mich gegen widersetzen. Sicher auch, weil mir die Angst vor dem Klimawandel näher liegt als die Angst vor Flüchtlingen. Ich glaube auch, dass sich diese Ängste auch in mehrfacher Hinsicht fundamental unterscheiden. Die Angst vor Flüchtlingen ist personalisiert Angst. Sie identifiziert eine bestimmte Personengruppe als Angstobjekt. Und das ist meiner Ansicht nach immer auch ein Mechanismus, durch den Angst dann auch zu Hass und Gewalt wird. Also diese Personalisierung, während die Angst vor dem Klimawandel natürlich zumindest größtenteils auch eine abstrakte Angst ist, die jetzt sich nicht festmachen lässt an bestimmten Personen oder Gruppen. Die Angst vor dem Klimawandel basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Angst vor den Flüchtlingen basiert auf der Annahme, dass die Flüchtlinge verantwortlich sind für alle unsere Probleme, was nachweislich nicht der Fall ist. Beide Ängste haben auch unterschiedliche Konsequenzen. Die eine Angst zielt auf die Eingrenzung der Solidarität, die andere zielt auf die Ausweitung der Solidarität. Also ich denke, dass sich diese Ängste in vieler Hinsicht doch unterscheiden. Nichtsdestotrotz versucht das Buch auch zu erklären, wie eigentlich so die emotionale Basis des Rechtspopulismus in Deutschland aussieht. Und es ist offensichtlich, dass diese expressive Gefühlskultur, von der ich vorhin gesprochen habe, eigentlich bis in die Gegenwart existiert, dass wir immer noch in einer Zeit leben, in der Gefühle in der Politik sehr wichtig sind. Die Kritik am Staat und diese Provokation auch ist natürlich von der Linken auf die Rechte gewandert, ist heute eher ein Aspekt des Rechtspopulismus. Und ich versuche in dem Buch dann auch zu reflektieren darüber, wie es eigentlich möglich war, dass der Aufstieg des Rechtspopulismus sich vollzieht in einem Land, das so geprägt ist von dieser Erinnerungskultur auch an den Nationalsozialismus, an den Holocaust. Und in gewisser Hinsicht wendet sich der Rechtspopulismus natürlich gegen diese Erinnerungskultur. In anderer Hinsicht vollzieht sich der Aufzug aber auch mit dieser Erinnerungskultur. Zum Teil, glaube ich, weil die Erinnerung an den Holocaust teilweise zu monumentalisiert ist, sich zu sehr orientiert auf das, was singulär am Holocaust war und zu wenig Anbindung findet an alltäglichere Phänomene, also so einen gewissen Alltagsrassismus, wie er in Deutschland heute ja auch existiert. Also vielleicht ist, wenn man so wirklich so diese Verbindung zwischen Erinnerungskultur und Zukunftsängsten betont, wie ich das in dem Buch mache, wäre es eben auch die Frage, wie eine Erinnerung an die Vergangenheit aussehen kann, die diesen Zukunftsängsten dann auch entgegenwirkt.
Und das ist dann auch der letzte Punkt, den ich in dem Buch noch mache. Ich versuche, Gedanken zu entwickeln zu einer, wie ich es nenne, demokratischen Gefühlspolitik. Also wie könnte eine Politik der Gefühle aussehen, die Demokratie stärkt, die vielleicht auch dem Rechtspopulismus entgegenwirkt. Und da denke ich, dass gerade diese demokratische Angst, die ja in der Geschichte der Bundesrepublik sehr prominent war, also diese Angst vor einer autoritären Transformation, diese Angst vor einem Verlust der Demokratie, auch heute noch wichtig sein kann, dass so dieses Wissen der Westdeutschen um die Möglichkeit politischer Katastrophen auch heute sinnvoll sein kann. Und in dieser Hinsicht komme ich zurück zu meinem Ausgangsargument eigentlich, nämlich von der produktiven Funktion der Angst, die in der Geschichte der Bundesrepublik immer auch sehr wichtig war und vielleicht heute auch noch eine Rolle spielen kann. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für den Vortrag, der einen sehr großen Bogen gespannt hat von der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart. Und ich bin mir sicher, dass es auch sicherlich viel Anlass für Diskussion, für Fragen geben wird. Was mich überzeugt hat, und auf gerade in Bezug auf die Frage nach dem Spezifikum einer deutschen Angst oder deutscher Ängste, deutscher Angstregime, ist dieser Rekurs auf die NS-Vergangenheit. Der taucht ja tatsächlich überall auf, der ist mit Händen greifbar in der unmittelbaren Nachkriegszeit, der findet sich aber auch in den zahlreichen Quellen, die du ja zitierst, in den 1970er und 80er Jahren. Nun frage ich mich trotzdem, ob das spezifisch Deutsche allmählich zurücktritt, auch schon vor 1989, 90. Also ich glaube, die US-Gesellschaft würde sich hier fast als ideales Spiegelbild anbieten, weil man in der Regel mit den USA eine ideale Demokratie verbindet in der Nachkriegszeit, einer nahezu perfekten Verfassung und hier eigentlich für Angstdenken, so wie du das ja auch mit dem Montesquieu-Zitat zum Ausdruck gebracht hattest, eigentlich kein Platz sein durfte. Das entspricht auch übrigens unseren Heterostereotypen, die wir in Westdeutschland ja zumindest bis in die 1960er Jahre entwickelt haben über die USA. Aber wenn ich mir so zentrale Aspekte anschaue, wie die Angst vom Kommunismus, Red Fear, lieber tot als rot, better dead than red, wenn ich mir anschaue, wie in den 1970er Jahren ja es vor allem amerikanische Filmproduktionen sind, die von Erdbeben und anderen Katastrophen handeln. In den 80er Jahren wird von Amerikanern berichtet, die sich unter ihrem Haus einen Atombunker errichten. Und auch in der Gegenwart haben wir evangelikale, aber auch demokratische Dystopien, eigentlich seit 9/11. Frage ich mich, ob nicht vielleicht in Bezug auf die Inhalte Amerikaner die gleichen Ängste plagen, vielleicht aber eben dieser Rekurs auf die NS-Zeit fehlt, vielleicht auch die Amerikaner einen etwas spielerischen Umgang durch Hollywood beispielsweise mit Ängsten entwickeln, aber vielleicht auch schon in den 70er, 80er Jahren der Unterschied gar nicht so groß war? Das müsste man natürlich in einer vergleichenden Studie, ist das an jetzt oder können Sie mich auch so hören? Draufdrücken. Okay, gut. Das müsste man natürlich in einer vergleichenden Studie nochmal genauer untersuchen. Ich würde auch nicht behaupten, dass es diese Ängste nicht auch in anderen Ländern gab. Das war sicher so. Ich glaube doch, dass sie teilweise in Deutschland dann auch so eine spezifische Form annahmen. Vielleicht nur ein Beispiel auch über die Kriegsängste. Es gab eine deutsche Delegation, die in die USA gereist ist in den 50ern, um sich den dortigen Zivilschutz anzugucken.
und zu sehen, ob man da ja, so Modelle findet, wie man das machen kann. Und die haben halt festgestellt, dass in den USA der Zivilschutz immer damit operiert, dass er so völlig zerstörte Städte auf die Plakate gezeigt hat. Ne? Also praktisch so wie eine Stadt aussieht nach einem Atombombenangriff. Und die haben dann sofort festgestellt, dass es in Deutschland natürlich völlig unmöglich wäre, weil das sofort die Erinnerung an den Bombenkrieg aktivieren würde. Also dass man in Deutschland angesichts dieser Vergangenheit so eine andere Strategie braucht. Ich glaube schon, dass, ja, wie ich habe es vorhin schon gesagt, dass viele dieser Ängste in den USA auch existiert haben oder auch in anderen westlichen Ländern und dass überhaupt diese Vorstellung, dass Demokratie und Angst irgendwie sich so gegenseitig ausschließen, einfach falsch ist, sondern dass Ängste auch eine ganz wichtige Rolle spielen in Demokratien, aber die muss man natürlich dann für die einzelnen Länder gesondert untersuchen. Und wie du selber sagst, ist schon so, dass dieser Rekurs eben auf die NS-Vergangenheit und die spezifische deutsche Vergangenheit, dieser Zusammenhang zwischen Erinnerung und Erwartung meiner Ansicht nach diesen anderswo auch existierenden Ängsten so eine gewisse deutsche Spezifik dann auch wieder verliehen haben. Also ein anderes Beispiel, vielleicht auch nochmal diese Automatisierungsangst, gibt es zu dieser Zeit auch überall, aber in Deutschland ist eben so, dass da sofort wieder diese Erinnerung an die Weimarer Republik aktiviert wird, an den Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und politischer Krise, also in einer Form, wie das vielleicht in anderen Ländern nicht der Fall war. Es gibt ja auch andere Ängste, die vielleicht allmählich sich verflüchtigen in einer sich demokratisierenden Gesellschaft, einer Gesellschaft, die ihren Autoritarismus spätestens seit 1968 ablegt, während in der DDR in einer Diktatur natürlich Angst gewissermaßen zum Grundhaushalt der Gefühle gehört, auch durchaus so politisch intendiert. Ein Aspekt, den du aber in deinem Buch nicht angesprochen hast, den ich aber trotzdem aus Neugierde gerne erfahren würde. Was passiert, wenn zwei höchst unterschiedliche Angstkulturen aufeinandertreffen, wie 1990? Setzt sich eine durch? Existieren die parallel? Kommen die gar nicht ins Gespräch miteinander? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass in vieler Hinsicht die westdeutsche Gefühlskultur der 80er Jahre sich auch nach der Wiedervereinigung fortgesetzt hat. Das sieht man an der Friedensbewegung auch und auch an diesen apokalyptischen Szenarien, die dann nach wie vor auch kolportiert wurden, an diesem expressiven Gefühlsregime. Momentan ist es natürlich so, dass die Aufmerksamkeit sich auch wieder verstärkt richtet auf die spezifisch ostdeutsche Entwicklung, gerade angesichts der politischen Situation, im Versuch eben diese ostdeutsche Sonderentwicklung genauer zu erklären. Und da scheint mir am zukunftsweisenden der Versuch zu sein, zu zeigen, wie sich diese Kulturen gewissermaßen vermischt haben. Also ich finde, man sieht das so an der Forschung auch zum Rechtsextremismus, der, wie wir ja mittlerweile wissen, in der DDR auch schon vor der Wiedervereinigung existiert hat, so diese fremdenfeindlich oder dieser Rassismus eigentlich, und sich dann nach der Wiedervereinigung eben verbindet mit westdeutschen Entwicklungen, auch mit westdeutschen Aktivisten, die das bewusst auch noch weiter mobilisieren. Also das ist aus meiner Sicht so die überzeugendste Erklärung auch für den Aufstieg des Rechtspopulismus, gerade im ehemaligen Ostdeutschland, also die Verbindung von Ost und West. Ich hätte ja noch ganz viele Fragen, aber ich will das Gespräch auch nicht monopolisieren. Also gibt es Fragen, Bemerkungen aus dem Publikum? Könnten Sie das? Hallo, ich bin Davut Kahn, Gründer von Federal Europe, eine konservativ-deutsch-französische Partei. Mhm. Ich würde gerne wissen, was Sie halten über die Rolle der Europa-Projekt und der EU
in der Dämmerung der deutschen Angst, weil Deutschen eingebunden in die EU nicht allein sind für ihre Entscheidung und ihr Schicksal. Und was halten Sie in der Zukunft für die Rolle des Europaprojekts, möglicherweise für eine föderalische Bundeskern in Europa, für beziehungsweise mit die deutsche Angstdämmung. Danke. Also die europäische Einigung war natürlich zunächst auch mal ein gewissermaßen ein Angstprojekt, also Projekt der Angst vor Deutschland und der Eindämmung von Deutschland oder der Einbindung von Deutschland. Ich habe mich in meinem Buch mit dieser Angst vor Deutschland eigentlich nicht beschäftigt, weil es da auch andere Studien dazu gibt, sondern mich wirklich auf die innere Entwicklung der Bundesrepublik konzentriert. Aber ich glaube, dass zumindest in dieser Frühzeit die europäische Einigung natürlich extrem wichtig war, auch in der Eindämmung von Ängsten vor Deutschland oder auch in der Eindämmung von sehr massiven Kriegsängsten, die es sicher überall gab, also immer dieser Vorstellung, dass sich die Vergangenheit wiederholen könnte. In der jüngeren Zukunft ist es ja so, dass die EU selber eher zum Angstobjekt geworden ist. Also ich habe es Ihnen ja gezeigt, dass, glaube ich, über mehrere Jahre, 2011, 12, 13, so die EU-Schuldenkrise das größte Angstobjekt in Deutschland war, also die Angst um den Verlust des Werts der Währung. Das ist sicher auch ein großes Problem. Letztendlich glaube ich aber, dass es eigentlich keine Alternative gibt zur europäischen Einigung und dass eine Lehre natürlich aus der Vergangenheit einfach auch die ist, dass an europäischer Kooperation einfach kein Weg vorbeigeht und dass so diese Illusion, die ja jetzt auch in vielen Ländern wieder existiert, dass Nationalstaaten alleine besser in der Lage sind, die Probleme der Gegenwart zu meistern, tatsächlich eine Illusion ist. Ja. Von daher kann ich Sie in Ihrer Arbeit nur unterstützen, die europäische Einigung weiter zu treiben. Gibt es weitere Fragen? Herr Liedtke. Ja, Frank Liedtke ist mein Name. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das in einem Kurzvortrag sozusagen Ihr ganzes Buch sehr gut zusammengefasst haben, für mich sehr gut nachvollziehbar. Und ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie auch ein Wahlplakat gezeigt haben aus den 50er Jahren. Ich habe mich auch mit Wahlplakaten und der Sprache der Wahlplakate einmal auseinandergesetzt. Und da gibt es natürlich wunderbare Beispiele für eine Mutter mit einem Kind, wo die rote Hand vom Osten zugreift und Familien auseinanderreißt. Das sind sehr vielschichtige, komplexe Ängste, die da instrumentalisiert wurden, bis hin zu dem Spruch nicht von Adenauer, keine Experimente, was ja, glaube ich, auch durch die Frontstellung der Bundesrepublik zu den Staaten des Warschauer Paktes erklärbar ist. Die Frage ist nun, wobei ich Ihr Buch nicht exhaustiv sozusagen durchgearbeitet habe, von daher ist sie vielleicht auch redundant, Sie hatten ja die Studentenbewegung erwähnt und auch sozusagen, kann man hinzufügen, vielleicht die Reform-Ära der dann folgenden 68er, 69er, 70er Jahre, war das nicht auch in gewisser Weise ein Versuch, mal ein Wagnis einzugehen, mehr Demokratie wagen, mehr Mut zu haben, nicht Wut, sondern Mut, solidarisieren, mitmarschieren sozusagen, sich zu trauen, auch auf die Straße zu gehen, auf die Bühne und eine Demonstration zu gehen. Und wie schätzen Sie den Erfolg sozusagen dieser Gegenbewegung ein? Ja. Also ich möchte auch einem Missverständnis vorbeugen. Ich will natürlich nicht argumentieren, dass Angst die einzig wirkungsmächtige Emotion in der Geschichte der Bundesrepublik war. Es hat sich natürlich immer wieder verbunden mit allen möglichen anderen Emotionen, mit Freude, auch mit Mut, mit Scham, mit Schuld. Also das war natürlich alles präsent.
Mir ging es in dem 68er Kapitel darum, auch diesem Bild etwas entgegenzuwirken, die 68er immer so als sehr optimistisch auch porträtiert haben und zu zeigen, wie eigentlich dieser Optimismus und diese Utopien auch verbunden waren mit so ganz tief sitzenden Ängsten. Also einfach so diese Vorstellung, dass einerseits natürlich ist es dieser Mut, ist es dieser Kampf eben für diese Utopie, andererseits aber auch so dieses Wissen, dass das Scheitern der Revolte, also wirklich so die Alternative ist dann so der Faschismus im Grunde, ne? Also dass wirklich es so schon sehr so manichäisch auch imaginiert wurde und die eigene Rolle natürlich als sehr heroisch auch imaginiert wurde. Ne? Also es ist Rudi Dutsch gesagt, es liegt allein an uns, wie die Weltgeschichte weiter abläuft, was natürlich unglaublich vermessen ist mit diesen paar hundert SDS-Aktivisten da in West-Berlin. Aber das war, glaube ich, schon auch Teil der Wahrnehmung. Und es ist halt auch ein Aspekt der Geschichte der Studentenbewegung, der meiner Ansicht nach noch nicht so im Blickpunkt stand. Und das war eben eines meiner Anliegen, auch in diesem Kapitel, das so ein Stück weit rauszuarbeiten, auch dann in der Nachgeschichte der Studentenbewegung, also diese Wahrnehmung oder dieser Versuch dann zu erklären, woran es denn jetzt gelegen hat, dass die Revolte gescheitert ist und dass es nicht nur an den Gegenkräften lag, sondern auch an den eigenen Defiziten. Ja, und das ist natürlich dann der Ausgangspunkt für diese vermehrte Introspektion in den 70er Jahren, dieser Blick nach innen, diese Suche nach den inneren Pathologien, nach dem, wie es Bernward Vesper dann nennt, dem Hitler in mir. Aber ich würde es natürlich überhaupt nicht bestreiten, dass es auch die Studentenbewegung auch von anderen Emotionen angetrieben wurde und dass dieser Mut, auch dieser Optimismus natürlich auch präsent war. Genauso, weil Sie das Beispiel von Adenauer nannten, in diesen Wahlplakaten, das sieht man eben sehr, diesen Versuch, Angst zu mobilisieren. Ich versuche aber eben auch zu zeigen, dass Teil dieser Politik der Angst im Kalten Krieg auch war, die Angst einzudämmen. Weil Angst gab es schon genug in der westdeutschen Gesellschaft. Die musste nicht mehr nur aktiviert werden. Ein entscheidendes Ziel war halt auch dieses Eindämmen von anderen Ängsten, weil die wiederum politisch dysfunktional waren. Also gerade bei dieser Politik der Wiederbewaffnung. Dem standen eben diese Kriegsängste eher entgegen. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Der war sehr spannend. Mich würde noch mal interessieren, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Ihrer Einschätzung nach so, dass eben die deutsche Erinnerungsgeschichte an den Holocaust eigentlich grundsätzlich eher den Effekt hat, dass sie statt aufzuklären, eher mehr Angst erzeugt. Mhm. Nun haben Sie die Angst eben auch positiv gelesen, aber trotzdem ist diese, sag ich mal, Einschätzung oder vielleicht auch Erkenntnis aus Ihren Studien ja eigentlich eher erschreckend, würde ich mal sagen. Jetzt würde ich einfach mal gerne wissen von Ihnen, inwieweit, also an was Sie das vielleicht auch noch festmachen, liegt das an bestimmten didaktischen Konzepten? Ich selber kann mich daran erinnern, dass zumindest dieser Teil meiner Geschichte im Geschichtsunterricht oft auch mit solchen Sätzen verbunden war, wie man muss aufpassen, dass sich das nicht nochmal wiederholt. Gibt's das, also liegt das an solchen Sätzen oder an was liegt das vielleicht noch? Oder haben Sie vielleicht auch eine Ahnung, warum in anderen Ländern das offensichtlich ein bisschen anders läuft? Ja, ich weiß nicht, ob es in anderen Geschichtenländern anders läuft. Also vielleicht wissen Sie da mehr als ich, wie das in Frankreich aussieht mit der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und inwiefern das auch eine Form der Zukunftsantizipation mitgeprägt hat. Das, wie gesagt, wissen Sie vielleicht besser als ich. Aber es ist in der Tat so, dass ich mich eigentlich wehre gegen diese psychoanalytische Annahme im Grunde. Also Freud sagt ja, dass Verdrängung und Repression Angst produziert und dass eigentlich so die Aufarbeitung der Vergangenheit diese Angst löst. Und ich glaube eigentlich, dass es in der Geschichte der Bundesrepublik genau andersrum war.
dass die Präsenz und die Thematisierung der Vergangenheit tatsächlich eher Angst produziert hat, eben weil sie immer auch diese möglichen Zukünfte mitgeprägt hat. Und weil sie zumindest diese Erinnerung an die Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass es in Westdeutschland so eine Zukunftsungewissheit, so eine Unsicherheit darüber gab, ob sich das nicht doch in irgendeiner Form wieder wiederholen könnte. Also in dieser Hinsicht beschreibe ich die Geschichte der Bundesrepublik auch dezidiert als Nachgeschichte des Zweiten Weltkrieges, also als Nachwirkung dieser Erfahrung. Und ich habe das zum Schluss versucht anzudeuten. Ich meine, die Frage ist natürlich, warum das in der Gegenwart nicht mehr funktioniert. Ne? Also warum gibt es diese Erinnerungskultur in der Bundesrepublik und gleichzeitig eben diesen Aufstieg dieser populistischen Rechten, die sich ja wirklich wendet, auch gegen diese Erinnerungskultur. Und da habe ich mir halt auch Gedanken gemacht. Und ich glaube, das hängt eben auch ein bisschen mit der spezifischen Art der Erinnerungskultur zusammen. Insbesondere, wie ich es im Vortrag erwähnt hatte, dieser Monumentalisierung des Holocaust auch, die dann ja natürlich sehr weit weg ist von unserer Alltagserfahrung. Das eigentlich so ein Ziel wäre, auch der Erinnerungskultur, das wieder so näher zu bringen an unsere Alltagserfahrung. Ja. Ja, also diesen Ansatz fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Dankeschön. Ja. Ja, danke für den interessanten Vortrag. Ich hätte eine Frage, und zwar letztes Jahr war hier auch in der Messehalle Wolfgang Gründinger, jemand, der sich sehr stark dafür einsetzt, dass Deutschland mehr in die Digitalisierung investiert. Und er hat in seinem Vortrag dargestellt, dass in Deutschland eine sehr große Angst vor Technologie herrscht oder vor technologischen Neuerungen. Und meine Frage wäre, ob Sie das auch gesehen haben in gewisser Weise in Ihrer Analyse und ob das vielleicht auch mit dem Zweiten Weltkrieg oder mit den Weltkriegen allgemein in Verbindung steht, weil ja Technologie auch oft Teil eines Krieges ist und vielleicht auch, ob Ihrer Erfahrung nach das in den USA ein bisschen anders ist, weil diese negative Erfahrung mit Technologie vielleicht weniger stark da ist. Also ob das in der Gegenwart noch der Fall ist, dass das kann ich jetzt schwer beurteilen, da bin ich sicher auch nicht der Experte dafür. In der Vergangenheit war es in der Tat so, dass Technologie in der Tat auch immer angsterzeugend war. Also das hatte ich ja erwähnt in dem Vortrag. Also ich habe dieses eine Kapitel über die Automatisierungsdebatte in den 50er, 60er Jahren. Das ist nicht so sehr die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg prägend, sondern an ähnliche Prozesse in der Weimarer Republik, diese Rationalisierungsbewegung, wo gewissermaßen schon so fordistische Produktionsmethoden auch eingeführt wurden und wo es zumindest in der Erinnerung dann diese Vorstellung gibt, dass das mit beigetragen hat zur Arbeitslosigkeit und damit auch zur politischen Krise der Weimarer Republik. Von daher glaube ich auch, dass diese Skepsis gegenüber Fortschritt und Technologie auch nicht erst ein Produkt ist dieser Wirtschaftskrise in den 70er Jahren, sondern eigentlich schon früher angelegt ist in den 60er Jahren. Ja, das wird ja oft so auch gesehen als gewissermaßen nur so eine Folgewirkung dieser ökonomischen Krise, aber ich glaube, dass das eigentlich schon immer auch Teil der Diskussion in Deutschland war. Es gibt natürlich dann auch die Diskussion, dass man die Angst, dass man die Entwicklung verpasst. Ne? Das ist ja heute bei der Digitalisierung eher so, dass man das Gefühl hat, dass man nicht modern genug ist und dass andere Länder einfach weiter sind. Aber mir ging es vor allem darum zu zeigen, dass gerade in der Geschichte der Bundesrepublik diese unglaublich schnelle Modernisierung, die ja auch immer im Mittelpunkt der Historiografie stand, also wie schnell sich die Bundesrepublik auch verändert hat, wie stark diese Wachstumsraten waren, dass diese dynamische Entwicklung auch wieder ihre eigenen Ängste praktisch schafft und dass die Angstgeschichte der Bundesrepublik eben nicht endet mit der Entspannung im Kalten Krieg,
sondern dass es sich eher verlagert dann hin zu diesen, wie ich es nannte, inneren Ängsten, die halt resultieren von dieser, auch von dieser rapiden Modernisierung. Dankeschön. Okay, merci beaucoup, Professeur Bies, pour cette conférence. Alors, okay. J'ai une question et plus une sous-question. Alors, la question que je voulais poser est en Californie, quand vous enseignez à vos étudiants, l'Allemagne comme, disons, comme un pays de peur. Quel type de questions que vos étudiants vous posent par rapport à l'Allemagne comme pays de la peur? Et puis ensuite, la sous-question, quel est le type de questions que vos étudiants vous posent par rapport au projet européen? Et puis pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire dans combien d'exemplaires que vous avez... que vous avez imprimé votre livre, et il coûte combien? Die letzte Frage ist die einfachste zu beantworten. Die Auflage sitzt, glaube ich, bei etwa 10.000 und das Buch kostet 22 Euro. Ich habe über das Buch eigentlich noch nicht viel geredet in den USA, von daher weiß ich noch nicht, was die Studierenden da für Fragen stellen werden. Sie ziehen sehr schnell Parallelen auch zwischen Deutschland und USA. Das ist nicht unbedingt eine Antwort auf Ihre Frage, aber ich habe für mich selber auch festgestellt, dass ich eigentlich... insbesondere in dem letzten Kapitel so die Situation in den USA wahrscheinlich auch ein Stück weit auf Deutschland projiziert habe. Das letzte Kapitel ist relativ pessimistisch, was die Zukunft der Demokratie angeht. Und da war ich vielleicht auch beeinflusst von der derzeitigen politischen Situation in den USA. Vielleicht, wenn man sich Deutschland anguckt, ist es dort noch nicht so ganz so bedenklich wie in den USA. Ich glaube, dass Sie sicher überrascht wären, Deutschland als Republik der Angst präsentiert zu kriegen. Das ist nicht so die Sichtweise, die amerikanische Studierende auf Deutschland haben. Es ist vielleicht eher so eine Sichtweise, die Sie auf Ihre eigene Gesellschaft haben. Das hat Herr Osa vorhin ja schon angesprochen. Ich weiß auch nicht, ob Studierende in Kalifornien überhaupt eine große Meinung haben zum europäischen Projekt. Also die finden das sicher irgendwie ganz gut, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, dass die wirklich so eine dezidierte Meinung dazu haben. Europa ist natürlich in Kalifornien auch sehr weit weg. Also viele orientieren sich da auch eher in den pazifischen Raum. Also es ist auch nicht so eine Gegend der Welt, die, glaube ich, so im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Es ist in der Tat so, vielleicht auch nur eine Anekdote, das hat jetzt mit dem Buch auch selber nicht so sehr viel zu tun, aber ich habe zufälligerweise 2016, also während der Wahl in den USA, meinen Kurs über deutsche Geschichte unterrichtet. Und es hat sich so ergeben, dass unmittelbar nach der Präsidentschaftswahl ich meine Vorlesung gehalten habe über die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland. Und da war es in der Tat so, dass von den Studierenden die Frage kam, ob das jetzt in den USA so ähnlich wäre. Und schon... so diese Angst auch artikuliert wurde, dass die USA sich in eine ähnliche Richtung entwickeln würde. Ich habe da natürlich erstmal abgewiegelt und gesagt, na, da müsste jetzt noch viel passieren, bis es
dahin kommt. Aber in der Hinsicht ist es dann schon so, dass auch die deutsche Geschichte für manche sicher nach wie vor interessant ist. Ja. Und dass sie tatsächlich vielleicht auch Einsichten bietet, die für die Gegenwart leider wieder relevant sein können. Ja. Also wie eine Demokratie sich verwandelt in eine Diktatur. Und überhaupt die Tatsache, dass das wirklich möglich ist. Also dass wir nicht leben mit dieser Illusion, dass alles immer besser wird notwendigerweise und dass wir so quasi ein gottgegebenes Recht haben, in einer progressiven, liberalen Demokratie zu leben, sondern dass sich die Dinge auch sehr schnell ändern können. Das ist vielleicht so eine der Lehren der deutschen Geschichte, die auch in größeren Zusammenhängen momentan wieder relevant ist. Das ist, wenn jetzt keine Frage, oder? Doch. Ich dachte, noch eine kleine Frage, die mir jetzt von Ihrer letzten Antwort inspiriert und von der letzten Frage inspiriert sind. Ich hoffe, die ist nicht komplett hors propos, dass sie nicht zeitgeschichtlich, sondern mehr sprachlich bedingt ist. Das Wort Angst ist ja eines der seltenen deutschen Lehnwörter im Englischen und meiner Ansicht nach eingetreten im englischen Sprachgebrauch vor 1945. Das findet man in der Literatur schon im 19. Jahrhundert und spielt auf eine, also ich weiß nicht, ich habe es nie so richtig verstanden, was genau ist, aber spielt auf so eine typisch teutonische, grüblerische Art, eine lähmende Angst, eine unbestimmte Weltangst wird ja auch dann so zusammengesetzt, ja, und Sie heben ja auf eine ganz andere Form, auf eine positive Funktion, eine warnende Funktion, antizipierend, eine Gefahr antizipierende Funktion der Angst ab. Meine Frage ist jetzt, gibt es in der amerikanischen Rezeption, was ja gerade aus Ihrer Sicht als Dozent im amerikanischen Sprachwort seit langen Jahren sehr interessant wäre, gibt es wirklich so ein Vorurteil, dass gerade die Deutschen so typisch grüblerisch, typisch ängstlich vor, sie wissen gar nicht, vor was sie Angst haben, dass sie so, gibt es wirklich so eine Vorstellung von den Deutschen und der typisch deutschen Angst? Da ist ja German Angst ja noch so ein Pleonasmus, der diese typische Angst nochmal in einem bestimmten Zeitraum situiert. Ja, also. Ja gut, da müssen wir natürlich erstmal gucken, wo es die gibt und wer die genau artikuliert. Also diese Vorstellung von Ängste ist sicher älter. Ich meine, philosophisch geht das ja zurück auf Heidegger auch und so diese Vorstellung der existenziellen Angst, also zumindest dann in der Zwischenkriegszeit. Ich glaube, dass dieses Konzept der German-Angst, also habe ich ja versucht, auch im Vortrag deutlich zu machen, eigentlich relativ jüngeren Ursprungs. Das ist wirklich eine ganz bestimmte Funktion erfüllt im Kontext dieser politischen Auseinandersetzungen. Und habe das Buch auch geschrieben, im Grunde so gegen diese Vorstellung einer irgendwie gearteten nationalen Kollektivpathologie. Also ich wüsste auch nicht, wie man das irgendwie nachweisen würde oder an was man das festmachen würde. Also ich sage auch nicht, dass Angst immer positiv ist. Es ist ein sehr ambivalentes, vielschichtiges Gefühl, hat ganz unterschiedliche positive und negative Funktionen, aber ich wehre mich eben so gegen diese pathologisierende Sichtweise der Angst. Das sieht man auch in der Historiografie, dass viele dieser Episoden, die ich beschrieben habe, da werden dann immer so Begriffe, die Herr Oser vorhin auch verwendet hat, so hysterisch, sowas neurotisch, also so pathologisierende Begriffe verwendet. Und meiner Ansicht nach ist das eher so ein Indiz dafür, dass man eigentlich das Phänomen noch nicht richtig historisiert hat. Ne? Dass man so abwehren muss, pathologisieren muss, aber es vielleicht noch nicht so ganz verstanden hat. Und diese Urteile sind dann natürlich auch oft sehr zeitbedingt. Also ein letztes Beispiel, das habe ich gesehen, Hans-Ulrich Wehler schreibt in seiner deutschen Gesellschaftsgeschichte, dass die Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland also hysterisch und irrational war. Also aus heutiger Sicht stellt sich natürlich schon die Frage, wer da genau hysterisch und irrational war. Ja? Weil
So die Kritik an der Atomkraft ist ja heute weitestgehend Konsens und hat ja auch zum Ausstieg aus der Atomkraft geführt. Also das ist dann einfach so, diese Pathologisierung, glaube ich, ist einfach ein Indiz dafür, dass es noch nicht ausreichend verstanden ist, meiner Ansicht nach. Und ähnlich ist es vielleicht auch mit diesem nationalen Stereotyp, dass man sich erstmal zunächst mal fragt, wo das herkommt und welche Funktion es genau erfüllt. Ja, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, obwohl ich sicher bin, dass es bestimmt noch viele Fragen gibt und sich vielleicht auch auf dem Rückweg, dem Nachhauseweg, den Sie hoffentlich angstfrei antreten, viele Fragen stellen werden. Erst noch einmal ganz herzlichen Dank, lieber Frank, für deinen Vortrag. Ihnen sei auch gedankt für die rege Beteiligung. Ich möchte mich vor allem auch bei den beiden Dolmetscherinnen ganz herzlich bedanken, Danielle Scheuer-Pujol und Gabriele Wennemer, die hier wirklich großartig und ja, mir bleibt nur, Ihnen noch einen schönen Abend zu wünschen. Auf Wiedersehen. Dankeschön.